Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute rein mit der Prediction zur ersten Fußball-Bundesliga. Das Video zur zweiten Liga habt ihr ja bereits gesehen. Das Video zum DFB-Pokal kam auch raus. Da sind die Tipps sogar richtig solide gewesen, wie ich finde. Also falls ihr euch das nicht angeschaut habt mit meinen Überraschungen, schaut euch das gerne nochmal an. Denn ich bin der Meinung, das lief auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt starten wir rein in die Bundesliga-Prognose. Es ist nicht mehr lange, dann startet der erste Spieltag diesen Freitag. Ich hoffe somit, dass das Video am Mittwoch rauskommt und somit vor dem ersten Spieltag auf jeden Fall. Also Bayern spielt ja am Freitag schon direkt gegen Eintracht Frankfurt. Wird auch ein richtig interessantes Spiel. Und ich habe mir, wie im letzten Jahr, überlegt, bei der Bundesliga-Prognose werden wir das Ganze ein bisschen schneller abhalten. Hat mir am Ende auch besser gefallen, wenn ich darauf reagiere. Nochmal auf das Video, dass das insgesamt ein bisschen schneller ist, ohne dass ich ewig was zum Verein sagen möchte. Und deswegen fangen wir einfach mal direkt an. Falls euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall liebend gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf dem Kanal bist, auch liebend gerne ein Abo, würde mich mega supporten. Und dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was eure Prognosen zur Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga sind. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Auf Tabellenplatz 18 und in diesem Jahr, letztes Jahr war es deutlich einfacher, wie ich finde, aber in diesem Jahr, denke ich, auf dem letzten Tabellenplatz landet am Ende der VfL Bochum. Kurz davor dann der FC Augsburg, die am Ende auf Tabellenplatz 17 landen und somit auch wieder nach längerer Zeit den Abstieg in die zweite Bundesliga hinnehmen müssen. Dann auf Tabellenplatz 16, ich glaube wie im letzten Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher ganz genau wie im letzten Jahr, landet für mich wieder auf Tabellenplatz 16 Hertha und muss somit in die Relegation. Ich könnte mir aber auch gut und gerne vorstellen, dass Hertha und Augsburg die Plätze tauschen, dass Hertha vielleicht direkt sogar runtergeht in diesem Jahr und Augsburg am Ende in die Relegation muss. Dann machen wir weiter auf der 15 und hier haben wir den ersten Aufsteiger aus der zweiten Liga und zwar denke ich, dass Schalke 04 sich am Ende retten wird, nicht wieder direkt absteigen wird und auf Tabellenplatz 15 landet. Ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, damit sind die Schalke-Fans sogar zufrieden. Alles, was erstmal in der ersten Bundesliga im ersten Jahr ist, das ist auf jeden Fall ganz solide. Dann machen wir weiter mit Tabellenplatz 14 und da glaube ich, wird die Dreifachbelastung für Köln recht kritisch und deswegen glaube ich, werden sie auf jeden Fall nicht so gut abschneiden wie letztes Jahr, nicht mal ansatzweise so gut und deswegen auf Tabellenplatz 14 landen. Auf der 13 haben wir dann den nächsten Aufsteiger aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Hier wird am Ende Werder Bremen landen und somit, ja, vielleicht schon recht früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Wir werden es sehen. Und dann kommen wir jetzt zu den Plätzen, die mir sehr, sehr schwer gefallen sind. Das Mittelfeld fand ich in diesem Jahr richtig schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf Tabellenplatz 12 ist bei mir dieses Jahr Gladbach gelandet. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei Gladbach. Ich weiß nicht warum, da lief so viel drunter und drüber in den letzten Monaten, sage ich mal. Und aus dem Grund, glaube ich, werden sie nicht international dabei sein. Auch nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben, aber in so einem Tabellenbereich, in so einem nichtssagenden Tabellenbereich am Ende landen. Und aus dem Grund, Tabellenplatz 12 bei mir, Borussia Mönchengladbach. Wir machen weiter auf der 11. Hier landet für mich Mainz 05, auch so ein wenig im Niemandsland. Auf der 10 machen wir weiter mit der TSG 1899 Hoffenheim. Auf der 9 haben wir dann den VfB Stuttgart. Letztes Jahr ja von mir als großer Überraschungskandidat angepriesen worden. Hat dann vielleicht doch nicht ganz geklappt am Ende und sie waren deutlich schlechter unterwegs, als ich es erwartet habe. Ich habe jetzt aber wieder Hoffnung. Man könnte sie definitiv weiter unten eingliedern. Ja, es gibt auch gut und gerne Gründe dafür, dass Stuttgart nicht so weit oben landet, aber ich habe einfach irgendwie die Hoffnung, dass es klappt. Und mit Joscha Wagnermann haben sie einen guten Spieler vom HSV dazu noch geholt, haben auch insgesamt gute Transfers gemacht, wie ich finde. Und ja, irgendwie habe ich bei Stuttgart immer einfach ein gutes Gefühl und aus dem Grund sage ich Stuttgart vor Hoffenheim, vor Mainz und vor Gladbach am Ende auf Tabellenplatz 9, aber somit auch nicht im internationalen Bereich mit dabei. Weiter springen wir dann auf die 8, da haben wir in diesem Jahr Union Berlin. Ich glaube nicht, dass sie ganz so gut abschneiden werden wie im letzten Jahr, aber ich denke auch nicht, dass sie komplett abrutschen werden. Haben natürlich wichtige Spieler verloren und haben sich auch wieder
mit vielen Spielern verstärkt und irgendwie habe ich jedes Jahr das Gefühl, dass Union Berlin die Abgänge irgendwie nicht kompensieren kann. Es klappt jedes Jahr aufs Neue und deswegen traue ich mich einfach nicht, Union Berlin weiter unten einzuranken und ich glaube, am Ende landet Union Berlin auf der 8. Auf der 7 habe ich dann den VfL Wolfsburg, wo ich einfach denke, dass Kovac die vielleicht wieder in etwas ruhigere Gewässer fahren kann. Und dann kommen wir jetzt zum Tabellenplatz 6, zum internationalen Platz und hier habe ich den SC Freiburg. Ich bin gespannt, ob sie wirklich so weit oben mitspielen können. Haben natürlich auch unter anderem einen Schlotterbeck verloren. Dafür ist Ginter wieder da. Sehr, sehr interessanter Transfer. Aber ich glaube, am Ende wird Freiburg wieder oben mit dabei sein. Vielleicht schaffen sie es nicht ganz auf die internationalen Plätze, aber vielleicht schaffen sie es auch am Ende wieder ganz oben mit dabei zu sein. So, jetzt gehe ich mal einen kleinen Tick nach oben und dann geht es direkt weiter mit Tabellenplatz 5. Denn hier habe ich Eintracht Frankfurt. Ich war eigentlich nicht so überzeugt von Frankfurt, hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass die in diesem Jahr, die sind ja in der Champions League dabei, die sind im DFB-Pokal jetzt noch dabei, haben sich gegen Magdeburg gut durchgesetzt und Bundesliga, hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass sie durch die Dreifachbelastung ein bisschen untergehen werden, aber ich habe das Spiel gegen Magdeburg jetzt gesehen und muss sagen, die spielen richtig guten Fußball, deutlich besser als ich erwartet hätte. Götze auch schon direkt gut integriert, also ich bin gespannt und traue Eintracht Frankfurt einfach mal Tabellenplatz 5 in diesem Jahr zu, damit eine deutliche Steigerung zum Vorjahr und das, obwohl die Champions League dieses Jahr dabei ist, also das ist vielleicht jetzt die größte Überraschung bei mir, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ist für euch die größte Überraschung in meiner Tabelle, ich glaube es ist vielleicht sogar tatsächlich Eintracht Frankfurt, die ich tatsächlich auf Tabellenplatz 5 sehe, die Top 4, ich glaube die ist bei allen gleich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Top 4 die gleichen Vereine sind. Die Reihenfolge ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber die Top 4 wird wahrscheinlich bei jedem oder werden wahrscheinlich bei jedem die gleichen Vereine sein. Das sind Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen. Und bei mir auf der 4 von diesen Vereinen landet am Ende tatsächlich RB Leipzig. Die von den 4 genannten Vereinen in meinen Augen am schlechtesten abschneiden werden. Irgendwie hat es mir letztes Jahr schon nicht mehr ganz so gut gefallen. Dann finde ich jetzt so die Mega-Neuzugänge gibt es auch nicht bei RB Leipzig. Aus dem Grund, glaube ich, werden sie von den 4, die oben mit dabei sind, als letzter die Saison abschließen. Dann geht es weiter auf die 3 und hier habe ich tatsächlich nicht Bayern 04 Leverkusen, sondern ich habe Borussia Dortmund, bei denen ich einfach sehr, sehr gespannt bin, wie diese ganzen Neuzugänge ineinander greifen werden. Die Defensive neu, die Offensive neu. Dann Aller, der jetzt ja für eine gewisse Zeit ausfallen wird. Ob man da jetzt nochmal einen Stürmer nachverpflichtet oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich glaube aber am Ende reicht es tatsächlich für Borussia Dortmund. Nicht für Tabellenplatz 2 und auch nicht für Tabellenplatz 1. Sondern am Ende nur für Tabellenplatz 3. Und dann kommen wir, weiter hochscrollen kann ich jetzt nicht. Dann kommen wir zum Tabellenplatz 2 und auch gleich zu Tabellenplatz 1 auf der 2. Bei mir Bayer 04 Leverkusen. Ich habe tatsächlich zuerst überlegt, mache ich einfach mal einen Hot-Take und stelle Leverkusen auf die 1? Oder bleibt Bayer 04 Leverkusen Vizekusen? Und am Ende war jetzt am Wochenende DFB-Pokal und ja, ich war eigentlich von Leverkusen sehr, sehr überzeugt. Aber sie bleiben bei mir auf der 2. Vizekusen bleibt Vizekusen. Bayern bleibt Rekordmeister, bleibt auch in diesem Jahr weiterhin Meister. Sehr interessante Transfers von Bayern. Ich bin sehr, sehr gespannt auf viele Spieler, die der FC Bayern verpflichtet hat. Auf ein De Ligt. Ich bin gespannt auf Mané. Ich bin auf Tell vorne gespannt. Also ich muss echt sagen, die Transfers von Bayern gefallen mir richtig, richtig gut. Und aus dem Grund, ich glaube, Bayern wird auch wieder Meister. Und wir werden keine spannende Bundesliga, zumindest im Meisterschaftskampf, sehen. Ich wünsche mir was anderes. Wie gesagt, ich habe auch kurz überlegt, ob ich vielleicht wirklich mal einen Hot-Take mache mit Leverkusen, nachdem sie mit Wirtz verlängert haben, mit Schick verlängert haben. Dann haben sie Loschek geholt, den ich sehr interessant finde, der jetzt ja auch im DFB-Pokal direkt getroffen hat. Aber am Ende bleibt es dabei. Bayern 1, Leverkusen 2, Dortmund 3 und RB Leipzig auf der 4. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich doch nochmal was Neues. Und zwar hole ich auch mal zwei weitere Sachen noch mit rein in die Prognose. Und hier haben wir zum einen den Torschützenkönig. Da glaube ich am Ende, dass Patrick Schick tatsächlich Torschützenkönig wird. Und das bei Bayern 04 Leverkusen, auch wenn sie Zweiter werden, nachdem jetzt Haaland gegangen ist, nachdem Lewandowski gegangen ist. Ich glaube tatsächlich, in der neuen Saison wird Patrick Schick Torschützenkönig. Und dann kommen wir jetzt zur ersten Trainerentlassung, die es im nächsten Jahr geben wird. Und das wird für mich am Ende Sandro Schwarz von Hertha. Ich
glaube weiterhin bei Hertha läuft es drunter und drüber. Wie gesagt, entweder Tabellenplatz 16 oder 17, so schätze ich sie aktuell ein. Und aus dem Grund wird der Trainer, auch wenn er neu ist zum Beginn dieser Saison, nicht lange mitmachen und deswegen die erste Trainerentlassung in der Bundesliga sein. Und ja, das wäre es dann gewesen von diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass natürlich auch lieben gerne ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare eure Prediction. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.